Wenn du dich an die ersten Videos zurückerinnerst, dann weißt du sicher noch, dass wir mit Hilfe der Binomialverteilung einen ersten Hinweis auf die Normalverteilung gefunden haben. Das heißt, je größer das n gewählt wurde, desto besser passte der Graph der Binomialverteilung zur Dichtefunktion der Normalverteilung. Das können wir jetzt verwenden, um die Binomialverteilung mit Hilfe der Normalverteilung anzunähern. Schauen wir uns das mal an. Wir haben eine binomial verteilte Zufallsvariable mit den Parametern n und p. N ist dabei die Anzahl der Zufallsexperimente und p ist die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg. Den Erwartungswert der Binomialverteilung berechnen wir ganz einfach mit n mal p und die Standardabweichung mit der Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. Wie wir hier schön am Graphen sehen, nähert sich der Graph der Binomialverteilung für große n immer besser der Dichtefunktion der Normalverteilung. Wir können also festhalten, je größer n bei festem p ist, desto besser ist die Annäherung. Hier im Bild ist n gleich 720 und p ist gleich 1/6. Also erhalten wir für den Erwartungswert 120 und für die Standardabweichung 10. Wir wissen ja, für großes n nähert sich der Graph immer mehr der Dichtefunktion der Normalverteilung an. Das bedeutet, für großes n können wir die Binomialverteilung mit Parametern n und p mit der Normalverteilung mit Parametern μ und sigma annähern. Dabei verwenden wir für μ den Erwartungswert der Binomialverteilung und für sigma die Standardabweichung der Binomialverteilung. Als Faustregel, wann du die Binomialverteilung mit der Normalverteilung annähern darfst und wann nicht, kannst du dir merken, man darf die Binomialverteilung mit der Normalverteilung annähern, wenn n mal p mal 1 minus p größer 9 ist. Also, wenn sigma zum Quadrat größer 9 ist. Überprüfen wir das gleich bei unserem Beispiel. Und zwar, n ist gleich 720, p ist gleich 1/6 und 1 minus p ist gleich 5/6. Und 720 mal 1/6 mal 5/6 ist gleich 100. Das ist auf jeden Fall größer als 9. Also dürfen wir hier annähern. Damit sind wir auch schon fertig. Bis zum nächsten Mal.